Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 3. Beim letzten Mal haben wir zwei Missionen für Ray Machowski gemacht. Das war zum einen die Mission Das Schweigen des Verräters und zum anderen das Waffenarsenal. Und bei Das Schweigen des Verräters sollten wir einen Verräter zum Schweigen bringen, also eliminieren. Und genau das haben wir auch gemacht. Und bei Das Waffenarsenal sollten wir Phil Cassidy in Rockford einen Besuch abstatten, denn der hatte so ein paar Probleme mit dem kolumbianischen Kartell und da sollten wir ihm ein bisschen Rückendeckung geben und ja, das Kartell vertreiben. Und das haben wir auch gemacht. Ja, und Phil Cassidy sollte einigen von euch ja ein Begriff sein, denn er tritt ja auch in GTA Vice City auf. Und ja, das ist nochmal ganz nett. Und für die heutige Folge habe ich mir mal überlegt, dass wir dieses schicke Auto hier fahren. Denn das hier ist der Missionsstartpunkt einer Checkpoint Rally. Und zwar der Patriot Rally oder auch Patriot Rally, je nachdem wie man das aussprechen möchte. Das ist hier beim Super Safe Supermarkt in Portland View und das ist gar nicht so einfach. Naja, steigen wir erstmal dort ein, denn dann wird die Mission gestartet. Patriot Rally. Du hast 5 Minuten, um 15 Checkpoints abzufahren. Die Reihenfolge ist beliebig. Passiere den ersten Checkpoint, dann läuft die Zeit. Jeder Checkpoint bringt dir 20 Sekunden. Ja, man hat insgesamt 5 Minuten Zeit. Also man hat nicht 5 Minuten Zeit, wenn man den ersten Checkpoint einsammelt, sondern man hat nur 20 läppische Sekunden zur Verfügung. Und das ist echt nicht ganz so einfach. Ich habe mich wirklich eine lange Zeit so ein bisschen davor gedrückt. Ich habe immer versucht, noch andere Dinge zu machen. Aber mittlerweile wird die Auswahl natürlich mit dem weiteren Fortschreiten des Spiels immer geringer. Und jetzt müssen wir uns irgendwann eben auch mal dieser Herausforderung hier stellen. Und ich bin gespannt, wie ich mich hier anstellen werde. Oh, 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 oh. Das war vielleicht nicht so klug, sich hier mit der Mafia anzulegen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich muss da doch erstmal hoch, Mafia. Ihr könnt mich doch jetzt nicht hier schon abballern. Die Mission ist schon schwierig genug. Okay, wie kommen wir da jetzt am besten hoch? Also ihr seht ja auf der Karte sind ganz viele Checkpoints markiert und die müssen wir alle abfahren. Und das Ziel für die heutige Folge ist auf jeden Fall, das zu schaffen. Wenn ich das schaffe in der heutigen Folge, dann bin ich schon ziemlich glücklich. Also ja, dann bin ich schon zufrieden. Sollten wir das schneller schaffen, als ich erwartet habe, dann machen wir noch eine andere Checkpoint-Challenge. Aber ja, das ist schon schwierig genug und jetzt muss ich hier erstmal... Am liebsten will ich den hier oben einsammeln. Denn ich habe mir mal im Internet, im GTA-Wiki mal nachgeschaut, wie so eine Route aussehen könnte. Und die finde ich eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ich kriege die so hin, wie die da jetzt auch stand. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Am besten fahre ich hier rückwärts den Checkpoint ab und dann versuche ich mal die Route nachzufahren. Ich hoffe, ich habe die jetzt noch im Kopf. Und dann mal schauen, wie ich mich hier anstellen werde. Ihr könnt euch auf ein paar Fails einstellen. So, 1 von 15. Jetzt läuft die Zeit. So, jetzt als nächstes ist hier nämlich noch einer. Jetzt dürfen wir hier nicht runterfallen. Weil ich will hier gerne noch oben bleiben. Wo ist denn der? Oh, nein! Oh, Mist. Oh, Mist. Ich wollte ja noch nicht runter. Ich muss noch hoch. Ach, nee, muss ich nicht. Stimmt. Da unten ist ja auch noch einer. Den muss ich jetzt erstmal einsammeln. Nicht ins Wasser fallen, ganz wichtig. Nicht baden gehen. Claude kann nicht schwimmen. Achtung. So. Jetzt haben wir 30 Sekunden, um da wieder hochzukommen. Und dort oben sind dann jetzt zwei Checkpoints laut der Route, die man jetzt auch einsammelt. Und dann müssen wir da wieder runterfahren. Also, ja, es könnte failig werden. Ich versuche mich immer so gut anzustellen, wie ich kann. Okay, da unten ist einer. Okay, okay, okay. So, nicht runterfallen. Für jeden Checkpoint gibt es 20 Sekunden. Das ist ganz gut. Sieht eigentlich ganz komfortabel aus gerade. Aber hier oben ist ja noch einer. Oh, ein schöner Regenbogen. Ich hoffe, der bringt uns Glück. Ist das ein Zeichen des Glücks oder des Versagens? So. Okay, jetzt müssen wir ja sowieso runter. An den Strand. Da müssen wir auch wieder aufpassen, dass wir nicht unten im Wasser landen. Ah, Bremsung, Bremsung, Bremsung. Ah, nicht ins Wasser fallen. Ah, gut, 6 von 15 haben wir jetzt. Okay. Ich bezweifle, dass ich das beim ersten Mal schaffe. Also ganz ehrlich, Leute. Das wäre ein Wunder. Ein Weltwunder. Wie viele Weltwunder gibt es? 7, 8? Das wäre auf jeden Fall ein zusätzliches. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben jetzt nicht gerade so den Zeitdruck, aber das täuscht. Denn wenn man einmal irgendwo versagt, dann ist die Zeit schon wieder ziemlich knapp. Okay, ich guck mal, wo müssen wir jetzt...
Ach, da. Da oben ist er. Ich sehe ihn schon. Das ist auch der, oder? Ja. Okay, können wir jetzt hier runter oder müssen wir jetzt noch hier oben bleiben? Wir müssen noch oben bleiben und dann können wir runter, glaube ich. Ja, jetzt können wir runter. Bloß nicht hinfallen mit dem Ding. Hier noch oben bleiben. So. Und jetzt müssen wir hier runter. Okay, 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 okay. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, wohin. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal den hier mit. Hier nicht runterfallen, das wäre ungünstig. Jawohl, 11 von 15. 4 Stück nur noch. Okay, was müssen wir jetzt machen? Da müssen wir jetzt hoch, auf jeden Fall. Oh, nicht umkippen. Ganz ruhig, Claude. Halt den Wagen gerade. Naja, ich bin ja eigentlich der Spieler. Es liegt an mir. Oh, wie komme ich da jetzt hoch? Wie komme ich da jetzt hoch? Wir haben eine Minute 15, das ist ganz gut. Aber ich sollte da trotzdem jetzt langsam mal hochkommen. Oh nein, 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 das war's. Alles klar, wir haben verkackt. Der erste Fail, super, klasse, Mission fehlgeschlagen. Du hast gekniffen. Schon überfordert? Ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der Lage, wie ich da hochkommen soll. Wie komme ich da hoch? Ich hätte... Ja, hier wollte der ja nicht. Oder hätte ich hier mit Schmackes da hochfahren müssen und dann hätte das geklappt. Keine Ahnung gerade. Ich weiß nur, dass wir jetzt hier schon den ersten Fail haben in diesem Part. Und ich habe gerade meinen Timer nicht eingestellt. Das ist auch blöd. Mache ich das mal ab jetzt. Ah, scheiße, wäre ja auch zu schön gewesen, das beim ersten Try zu schaffen. Wäre, glaube ich, auch möglich gewesen. Ich meine, wir hatten soweit eigentlich die meisten Checkpoints eingesammelt und ich hatte auch noch massig Zeit. Ärgerlich, dass der jetzt umgekippt ist. Mann, ey. Na gut, nehmen wir uns den Bobcat und dann nichts wie rüber wieder. Also wenn wir jetzt hier wirklich nur den einen hier schaffen, dann bin ich auch zufrieden. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass ich heute in dieser Folge diese Checkpoint-Mission hier schaffe. Und ja, alles andere wäre dann Bonus und ideal, perfekt. Aber es wäre auch perfekt für mich, wenn ich das hier schaffen würde. Also das ist mir eigentlich völlig egal. Jetzt müssen wir nur noch an diesem Zaun vorbei. Na komm schon, Zaun. Kann doch wohl nicht so schwer sein, an so einem Zaun vorbeizukommen. Meine ich ja wohl. So. Der Supermarkt ist ein bisschen weiter vorne. Sind wir ein bisschen weiter gefahren. Oh, ein weiter. Dann können wir hier raus. Ich bin total fokussiert eigentlich jetzt auf diese Mission. Deswegen nehme ich die Umgebung hier nicht mehr so wirklich wahr. Und hier steht immer noch der Banshee. Hier mit dem Banshee bin ich hier hingefahren. Zu dem Ort. Aber zum Glück steht hier auch immer wieder ein neues Fahrzeug bereit. Und dann auf ein zweites. Ich hoffe, das wird jetzt diesmal klappen. War eine ganz gute Übung. Jetzt dieser erste Try. Man hätte auch schon direkt klappen können. Das wäre aber zu viel des Guten gewesen. Auf jeden Fall nicht bei mir. Ja. So. Jetzt versuche ich diesmal ein bisschen mich an der Mafia vorbeizuschlängeln. Das wäre nicht so ideal, wenn wir uns jetzt mit ihr anlegen. Das beschädigt ja immer noch den Wagen. Na, kommt er hier hoch? Eigentlich ist der Patriot ein richtig gutes Auto. Und ich sehe nichts vor lauter Bäumen. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr quasi. Okay, kommen wir jetzt hier hoch? Das wäre ideal. Genau, jetzt können wir von vorne starten. Super. Also von vorne. Also wirklich von vorne. Von vorne die ganze Mission sowieso und jetzt nochmal von vorne. Na, komm hier. Na, nicht umkippen. Nicht umkippen hier. Das wäre ungünstig. Jetzt können wir auch ein bisschen Zeit einsparen. Ist weiter rechts, ne? Na, da. Ich sehe es ja. Mach mich nicht nervös, Zeit. Mit deinem komischen Tick-Tack-Tick-Tack-Geräusch, wenn es nur noch 10 Sekunden sind. Oh, 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 oh. So. 3 von 15. 40 Sekunden wieder. Ja, eben habe ich hier ein bisschen gefailt hier beim Anfang. Das hat ein paar Sekunden gekostet. Und hier könnte jede Sekunde entscheidend sein. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir jetzt einen zweiten Try hier haben. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, rechts rum, war das? Oder? Nö. Hier hoch, oder? Ich weiß das jetzt schon nicht mehr. Verdammt. Eigentlich muss man ja lernen aus seinen Versuchen. Hier war das. Da. Ganz ruhig. In aller Ruhe muss man das machen. Bloß nicht hektisch werden oder sowas. Denn wenn man das halbwegs schnell einsammelt, dann hat man eigentlich die Zeit. Okay. Wo ist der? Oh, da rechts, links. Ich komm. Nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Nein, nein. Verdammt, das schaffe ich nicht mehr. Oder? Na? Wo ist der? Da! Den kriege ich noch! Nein, der Wagen versagt. Verkackt. Wieder ein Fail. Nummer 2, die Zeit ist um. Ja, ich zeige euch hier die ganzen Fail-Texte. Ich will euch alle Texte da zeigen. Du hast gekniffen und jetzt hast du fast Zeit... Was stand da?
Gar nichts. Wird nicht mal angezeigt. Irgendwas mit Zeit, oder? Die Zeit ist um und... Ach stimmt, die Zeit ist um und dann halt hier... Du hast gekniffen. Blablabla. Ja, jetzt haben wir alle Texte durch, alle Fail-Texte. Und eigentlich muss ich doch nur hier hinterfahren, oder? Dann ist doch hier schon der Supermarkt, oder? Ich hoffe, da steht jetzt auch schon wieder ein neuer Patriot für uns. So weit waren wir diesmal nicht weg davon. Jo, da steht direkt wieder ein neuer. So auf ein drittes. Wie viele Versuche wird Contra hier benötigen? Ich frage mich das gerade so ein bisschen. Aber man wird ja mit jedem Versuch besser. Das heißt, der Checkpoint ist weiter links. Als auf der... Weil es finde ich manchmal ein bisschen blöd, ey. Man darf nicht so nach den Punkten gehen, wirklich. Weil ich bin gerade exakt dort gewesen, glaube ich, auf der Höhe des Punktes, wie der auf der Minimap eingezeichnet ist. Und ja, nichts passiert. Ich bin vorbeigefahren. Also dieser Minimap kann ich nicht wirklich trauen. So, jetzt hoffentlich komme ich hier wieder so ganz gut rüber. Ja, halbwegs gut. Hier ist natürlich immer wieder ein bisschen eng, so die scheiß Brückenpfeiler hier. So. Okay. Da ist er. Jetzt hier runter. Nicht umkippen. So, Bremsung, Bremsung, Bremsung. Ganz langsam, ganz langsam. Gut. Wenden und jetzt wieder hier hoch. Dann wieder die zwei da einsammeln, dann runterfahren. Und aber so weit sind wir noch gar nicht. Erstmal hier Step by Step denken. So, hier hoch diesmal. Nicht da irgendwie blöd rumeiern. Dann hier rauf. Dann können wir nämlich ganz easy peasy den hier einsammeln. Ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier hoch, genau. Weiter, 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 weiter. Dann kann man von hier auch schon mal sehen, wo der ist. Doch, weiter. Achso, noch viel weiter. Verdammt, wo hänge ich denn hier rum? So, einen halben Kilometer weit weg. So. Wo ist weiter rechts? Ich weiß es gerade nicht. Ah, wir sind richtig. Alles klar. Oh mein Gott, ich hasse diese Stelle. So, hier unten ist dann auch noch einer, genau. Oh, Bremsung, Bremsung, nicht ins Wasser fallen. Das wäre ungünstig. Hallo? Nein, 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 nein. Oh, Patriot, lass mich nicht im Stich. Dankeschön. Danke, Patriot. Ich hoffe, du enttäuschst mich hier nicht. Ich vertraue voll auf deine Belastbarkeit. Und auf dein Gleichgewichtssinn, dass du nicht umkippst. Bei jeder Kleinigkeit. Verzeih mir bitte meine Fehler. Ich bin kein perfekter Fahrer, aber ich versuche mein Bestes. So. Das hier ist der nächste. Ja, den sieht man hier auch direkt. So, jetzt dürfen wir nicht ganz runter, weil hier unten... Oh, wollte ich fast schon da runter düsen. So. Achtung. Ja, das war gut. Jetzt den hier. Oh, nein, 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 nein. Nicht so weit, nicht so weit. Mein Gott, ich bin so angespannt, Leute. Es ist heftig. So, das ist der nächste. Jetzt war da hinten einer und jetzt sind wir dort, wo wir gerade auch schon waren. Haha, nicht zu weit. Lieber langsamer, wir haben die Zeit. Keine Eile. Ich mache mich jetzt auch nicht unnötig verrückt. So, jetzt muss ich gucken. Vielleicht mal mit ein bisschen Schmackes da hochfahren. Das war jetzt eigentlich so mein Plan. Aber ich muss natürlich auch aufpassen, dass das Ding nicht umkippt. Weil wenn der umkippt, ja, dann haben wir wieder einen Fail. What the? Komm schon. Patriot! Nein! Warum lässt du mich im Stich, du blödes Scheißauto? Meine Fresse. Raus da nicht in die... Ja, ich bin gerade sehr überfordert mit dieser Mission. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Verdammt nochmal, ich schaffe es einfach nicht. Ah, war ja klar, dass das nicht so einfach wird. Dann vielleicht. Aller guten Dinge sind vier. Ja, das ist meine neue Formel jetzt, um mich noch aufzubauen. Um noch irgendwie Hoffnung aus der Situation rauszukratzen. Ja, wenigstens steht da ein Bobcat. Ich glaube, dafür steht das jetzt auch hier. Falls man failt, dass man schnell zurückfahren kann. Keine Ahnung. Bin auf jeden Fall jetzt dankbar, dass das hier ist. Puh, also das ist eine schwierige Geburt. Ich muss das irgendwie schaffen. Wie komme ich da hoch, verdammt nochmal? Das kann doch nicht so schwer sein, oder was? Das ist doch jetzt nicht wirklich... Das ist die wahre Challenge hier. Ich finde das an sich gar nicht so wirklich schwer. Aber diese eine Stelle da ist verdammt nochmal heftig. Wie mache ich die? Also, ich weiß es ehrlich nicht.
Da steht das Bobcat vom letzten Versuch. Das ist jetzt der vierte schon, ne? Ja, stimmt. Alle guten Dinge sind vier. Hat der gerade eine Alarmanlage gehabt? Das ist eine Checkpoint Rally. Das ist eine Challenge. Die muss ich machen. Das ist doch kein Diebstahl. Hat der jetzt ernsthaft eine Alarmanlage? Das ist mal ein Ding. Jetzt will das Spiel nicht mehr, dass wir da einsteigen. Das hat genug davon. Das kannst du nicht mehr ertragen. Meine Fails hier, die sind nicht mehr normal. Nee, aber das ist echt gar nicht so einfach. Und jetzt rutschen wir hier runter und wegen dem blöden Regen. Das ist das perfekte Wetter für diese Challenge. Oh mein Gott. Kommen wir jetzt gar nicht mehr hier hoch? Nee, das schaffen wir nicht mehr. Wegen dem Regen. Es geht nicht. Verdammt nochmal. Es ist zu glibberig. Hat's aufgehört? Ja, es hat aufgehört. Und direkt schlittern wir nicht mehr durch die Gegend hier, wie beim Eiskunstlauf hier. Hallo. Doch, es regnet wieder. Ich komme da nicht mehr hoch. Ich komme da nicht hoch, verdammt nochmal. Leute, das Spiel macht mich fertig hier. Komm schon. Komm, nein, 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 nein. Hallo, was rutschst du da runter? Du sollst hier hoch. Nein, bleib oben. Blöder Stallion, ey. So, haben wir es jetzt langsam mal. Der stellt sich aber auch an. Der ist ein bisschen zickig, der Wagen. Oh, da. Oh, 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 oh. Nein, das gibt's doch nicht. Wo ist denn der... Wo ist... Wo... Das kann doch nicht wahr sein. Also langsam verliere ich hier auch mal die Geduld. Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott, ich hasse diese blöde Mission. Ich habe schon genau gewusst, dass es darauf hinauslaufen wird. Oh my fucking God, ey. Naja, auf ein fünftes. Irgendwann werden wir es bestimmt packen. Und wieder hat das Ding eine Alarmanlage. Mensch, ich muss die Challenge machen. Das kann doch... Es ist kein Diebstahl. Ich kann es meinetwegen auch wieder dahinstellen. Ich will es ja nicht klauen. Ich muss ja die Challenge machen. Ich würde die Challenge gerne in einem anderen Fahrzeug machen. Wobei, eigentlich ist es schon das perfekte Fahrzeug dafür, aber... Weiß ich nicht, ich würde es gerne in einem Flugzeug machen oder so. Hey, warum gibt es hier eigentlich kein Jetpack bei GTA 3? Damit würde ich das gerne machen. Das gibt's hier ja leider nicht. Wir müssen das mit diesem Wagen schaffen. Koste es, was es wolle. Sonst werden wir die 100% niemals erreichen. Naja, auf ein neues. So. Meine Güte, bin ich einfach vorbeigefahren an dem Ding. Wo haben wir den denn? Da rechts. Ist doch gar nicht so hart. So. Jetzt ist es natürlich ein bisschen rutschiger. Spielt uns das Wetter hier jetzt auch einen Streich? Ich fasse es nicht, meine Güte. Aber egal, wir lassen uns hiervon nicht unterkriegen. Und wir werden, am Ende des Tages, werden wir diese Mission hier geschafft haben. Hoffe ich zumindest. Bitte. Bitte, Spiel, sei auf meiner Seite. So. Ich darf nur nicht zu hektisch werden oder ungeduldig. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So. Haben wir doch irgendwie geschafft. So, jetzt hier hoch. Patriot, komm. Du hast einen guten Antrieb. Du musst da hoch. Du schaffst das. Ja, der schafft das dann auch wirklich. Der hat einen guten Motor. Der hat Power. Power hinterm Lenkrad. Hinterm Lenkrad sowieso. Claude ist on fire hier. Oh, da unten ist er. Ich bin schon ganz gut. Ja, jetzt hier runter. Ganz ruhig den Wagen. Ja, genau. Weiter. Ja, 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 ja. Jetzt hoch, 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 hoch. Nicht versagen hier, nicht versagen. Alles klar, gut. So, jetzt sind wir gleich schon wieder an der Stelle, an meiner Lieblingsstelle. Weiter sind wir auch noch nicht gekommen. Weil ich im Moment noch nicht so wirklich das Rezept habe, wie ich diese steile Wand da hochfahren kann. Ohne, dass der Wagen sich überschlägt beim Anlauf nehmen. Vielleicht fahre ich mit zu viel Anlauf darauf. Aber ich muss es ja irgendwie schaffen. Das ist echt tricky. Das ist richtig tricky, ey. Jetzt nicht hier direkt runter, weil da ist ja noch einer. Ja, langsam kenne ich das in- und auswendig hier. Das kann ein gutes, aber auch ein schlechtes Zeichen sein. Weil das heißt ja, dass ich schon so oft gefailt habe, dass ich das so oft sehen konnte überhaupt. Dass es erst so weit kommt. Überhaupt erst so weit kam zu der ganzen Situation. Aufgrund meiner Fails. Oh, Achtung. So. So. 1, 11 von 15. Ich würde sagen, fahren wir erstmal hier runter.
Hier ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, die Stelle. Ja, das ist wirklich gut. Warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Warum habe ich da jetzt so oft gefailt? Achtung, nicht umkippen. So, jetzt die Frage, wo ist der Nächste? Ich glaube, der ist irgendwo oben. Hier müssen wir auch rauf. Da ist ja auch einer. Ja. Achtung. Ja, das ist gut. So, in lauter Route müssen wir jetzt wieder den ganzen Weg wieder zurück. Ich hoffe, ich finde eine einigermaßen gute Route hier, um wieder hochzukommen. Hier rauf, würde ich sagen. Und dann irgendwo hier rauf wieder. Zeit haben wir genug, aber ich will auch nicht zu viel vergeuden davon. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt müssen wir erstmal zum Leuchtturm, soweit ich weiß. Und dann zum finalen Sprung. Aber soweit sind wir noch nicht. Oh, Wagen, mach mir keine Angst. Da müssen wir gleich runter. Springen. Aber erstmal hier oben. Längs, weil hier ist ja noch... Da ist der Leuchtturm. Oder? Ja, wir sind richtig. Wir sind richtig. Also nicht zum Leuchtturm selbst, aber in die Nähe des Leuchtturms. Und das ist richtig tricky. Ihr seht das. Hier geht's steil runter. Wenn wir hier nicht aufpassen, dann gehen wir baden. Ganz ruhig. Wir haben die Zeit. Wir haben die Zeit. Okay. 14 von 15. Jetzt nur noch gucken, dass wir hier heil hochkommen. Achtung. Wagen gerade halten. Ja, das sieht gut aus. Ja. So, umdrehen. Jetzt haben wir 40 Sekunden für den letzten finalen Sprung. Gott, Leute, ich sag's euch. Ich raste aus, wenn ich den nicht schaffe. Okay. Ganz ruhig. Dieser eine Sprung jetzt noch. Ja. Ja. Yes. 15 von 15, Mission erfüllt, $20.000, yes! Oh, da fällt eine so große Last von mir ab. Das glaubt ihr gar nicht. Oh, danke, Patriot. Danke, Alter. Danke, dass du mir die Mission so schmackhaft gemacht hast. Du bist viel besser als deine vier vorherigen Kollegen. Die haben sich immer auf den Rücken geworfen, haben gesagt, nö, ich hab keinen Bock mehr. Und zur Belohnung fetzt dich jetzt in die Luft. So, dankeschön. Das ist unser Erfolg. Oder auch nicht. Uah! Gut. Arrivederci. Mach's gut. Oh, ja, das ist eine Erleichterung, Leute. Das sage ich euch. Jetzt habe ich aber so lange gebraucht, dass es für die Folge schon reicht. Sonst hätte ich noch eine andere Checkpoint Rally gemacht. Aber... Ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine etwas schwierigere Geburt. Aber im Endeffekt zählt ja, dass wir es geschafft haben und das ist wirklich keine so einfache Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und das war's mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Also bis dann, ciao. Bang!